Willkommen zurück zum Wahnsinn. Super Mario Bros. So, Welt 7. Ja, jetzt rasten sie richtig aus. Jetzt gehen sie ab wie Sau. Ich habe ein Leben, um die Welt abzuschließen. Cool. Ist hier vielleicht ein Pilz? Ja, hier ist echt einer. Lol, den habe ich im Stream ja gar nicht entdeckt. Hab das Spiel ja schon mal gestreamt und da durchgespielt. Spielstand habe ich noch. Boah, Junge. Und ich weiß, dass ich bei diesem Level richtig lange gesessen habe. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du Scheiß, boah, Bastard. Und dann sehe ich da noch so einen Hammerbruder auf dem Bild. Ah, hier war der Pilz, den habe ich im Stream nie mitgenommen. Dachte, hier gibt es keine Power-Ups. Wozu brauchst du dich, ne? Aber anscheinend schon. Ja, hätte ich das jetzt noch irgendwie geschafft, wäre unmöglich gewesen, deshalb ärgere ich mich nicht, aber bei so einer Scheiße. Achso, ich bin Game Over, geil. Der vierte. Ne, der dritte. Dritte Game Over. Das ist wie mit den Feuerbällen. Die wissen einfach, wann ich springe, Mann. So, aber wenn man bei denen steht, dann kommen die nicht raus. Eigentlich. Aber manchmal kommt da schon so ein Betrug. Es reicht eigentlich auch, wenn man so in der Nähe steht. Das reicht eigentlich schon, dass sie da nicht geschossen kommen, aber in dem Spiel schon. Und zwar, wann sie wollen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. So. Ach du Scheiße. Hammerbrüder. So, okay. Ja, das ist ein Assi-Level. Yes! Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist jetzt nicht... Das war doch absichtlich so gemacht, dass man dann da reinfallen kann. Oh, Wahnsinn. So, erstmal heult hier noch der Laptop wegen Akku. Okay, alles klar. Spring doch hoch. Okay. Und das wäre, hier wäre das Ziel gewesen, ne? Mhm. Und hier bin ich einmal verreckt. Okay, alles klar. Alles klar. Scheiße. So. Und wegen sowas habe ich... Jetzt hätte ich vielleicht ein Save geladen, dann wäre ich wieder bei Welt 1.1 gewesen. Dann wäre ich ausgerastet, komplett. Was mir in meiner Supersaga passiert ist, so ein, als wir das Save, die Hälfte des Spiels durch hatten, bei Part 23 oder so, habe ich außersehen ein Save geladen vom ganzen Anfang des Spiels und ich konnte die Datei nicht mehr retten. Dann konnte ich das halbe Spiel nochmal durchspielen. Habe ich auch gemacht, weil ich wollte einfach das LP nicht abbrechen. Und am Ende ist es doch ziemlich ein geiles LP auch geworden. 47 Parts, guckt euch an. Geiles, geiles Spiel. Auf jeden Fall auch mit geilen Bosskampf am Ende, geilen Endboss. Einfach wirklich traumhaft das Spiel, Super Saga. Und ich so eine Scheiße wie das, ey. Komm her. Ja, wenn er nicht will. So. Normalerweise schaffe ich das eigentlich, aber ist es ja ein LP. Warum so? Oh, Checkpoint. Warum sollte ich das... Warum sollte ich das denn schaffen? Hm? Ja, mehr einen Grund, Junge. Gibt's keinen, richtig. Jetzt schwimme ich aber ganz weit oben und bin beinahe deswegen verreckt. Junge, hör auf. So, na, hoch, hoch da, hoch da, hoch da. Und hier ist auch schon das Ziel, ne? So, jetzt muss ich 7-3 und 7-4, aber 7-4 ist sogar relativ einfach, weil es ein Rätselkastel ist, im First Try schaffen. Und keine Ahnung, wie ich da jetzt noch irgendwie lebend durchgekommen bin. Falls es nicht hinhaut, zurück zu 7-1. Nice. Nice, nice. Nice. So. Weiter.
Ja, ich hau gerade, ich vergewaltige hier gerade den X-Button vom PS4-Controller. Okay. Aber hier sind viele Münzen, das weiß ich. Och du Scheiße, aber auch viele Fische. Ja, ich sterb hier. Also falls ich das im First Try schaffe, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Du bist ab sofort krank. Okay. Lol. Okay, durch ein paar Bugs kann ich es vielleicht noch schaffen. Also einen Pilz habe ich noch. Den Pil Ich halt mein Maul. Der hat mich jetzt beinahe gelutscht, ey. So, ist hier das jetzt? Yes! Yes! Ey, komm, das wäre episch! Dann schaffen wir das Spiel vielleicht schon im dritten Part hier den normalen Modus. Das schaffe ich nicht. Wenn ich das jetzt schaffe, dann ist es einer der epischsten Momente in meiner Let's Player-Historie. Als ob. Aber ich kenne das Riesel Castle sogar. Oben, 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 oben. Scheiße, ich kenne das Riesel Castle. Warum mache ich es falsch? Also unten. Ah, ich hatte ein anderes im Kopf. Und jetzt Mitte und dann oben, ne? Ja, okay, jetzt weiß ich wieder, das ist das 7-4. Also ich hätte irgendwie 3-4 oder so im Kopf. Hier muss man hoch. Dann Mitte und dann oben. Und jetzt kommt Bowser. Als ob ich das jetzt schaffe, Alter. Das wäre so geil. Dann bin ich echt auf Drogen. Wenn ich das jetzt schaffe. Weil der wirft Hämmer. Ich bin doch recht krank. 7-3 und 7-4 im First Try. Jetzt kommt nach der 1 die letzte Welt, ey. Scheiße. Ich bin doch echt gestört. Okay, wir kommen jetzt wieder runter. Das ist so ein ziemlich Ossi-Welt. Ach du Scheiße. Ja, also jetzt. Das sind sie echt ausgerastet hier. Okay. Warte mal kurz. So. Das Gefühl, dass hier irgendwas falsch war. Okay. Boah, knapp. War nicht hier irgendwo ein Pilz? Das ist nicht dein Ernst. Doch, hier ist ein Stern, Leute. So ein Power-Up, ne? Also so an sich, so ein Pilz. Das wird zwar nicht schaden. Oh, Junge. Hör auf, so ein bisschen rumzuskillen, Junge. Spiel lieber sicher. Och du Scheiße. Ich weiß, ich bin einmal bei diesem Koopa gestorben, ey. Habe ich so einen Anfall gekriegt. Meine Nase juckt. Ach, kratzen. Oh, besser. Dass bei so einer Stelle auch die Nase auf einmal so heftig anfängt zu jucken. Ach du Scheiße. Aber das ist Ziel. Ja. Jetzt nochmal genaue Sprünge so ein bisschen. Das dürfte ich nicht verkacken und ich verkack's nicht. Alter, das ist der dritte Part, Junge. Dann könnte ich es theoretisch sogar in 6 Parts abschließen. Mit dem harten Modus. Oh nein. War dann Hammerbruder drauf. Ah, das ist das Level. Mit dem Lakito, ja. Ich meinte nochmal, dass nicht mal so ein richtiges Lakito-Level kommt. Also der ist jetzt hier nur ein bisschen am Anfang dabei. Und dann geht der auch wieder weg. War hier nicht ein Pilz? Nö. Genau, das war voll geil. Denn hier gibt's ein Up. Hier gibt's ein Up. Und jetzt verpisst er sich, ja. Ja. Also man kann hier theoretisch, wenn man gut ist, so mit einem Leben mehr rausgehen. Okay. Ich glaube, ich habe sogar, wie viel habe ich? Ah ja, ich habe jetzt 2, ne? Beruhige dich. Da ist ein Pilz. Oh, zum Glück bin ich gesprungen. Der Bastard hat mich getroffen. So. Das Lustige ist, dass es vielleicht sogar wirklich ein Bastard ist.
Boah, das ist einer der schwierigsten Stellen im Spiel, wirklich. Ich bin da im Stream immer so ausgerastet bei der Stelle. Die hat mich so abgefuckt. Okay. Gut. Gut. Okay. Du Bastard, hier ist das Ziel. Ja! Jetzt sind noch 8-3 und dann 8-4 und dann... Dann habe ich es geschafft, das Spiel. Dann fangen wir vielleicht sogar noch mit dem harten Modus an. Oh. Der geilste Moment bei der Let's Play-Historie war wirklich das. Okay, 8-3 mit Pilz. Jetzt kommen Hammerbruder ohne Ende. Das ist echt das Hammerbruder-Level. Das ist echt schlimm. Hier haben sie es echt übertrieben. Okay. Jetzt behindert zwar ein bisschen der Kugel-Willi. Und das ist noch einfach. Das ist noch einfach, was kommt. Am Ende ist es echt furchtbar. Aber da gibt es einen kleinen Trick mit dem Cooper, wie man zwei Hammerbrüder ausschalten kann. Ach du Scheiße. Das ist noch einer der einfach. Hä? Wie bin ich jetzt zweimal gestorben? Bug! Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie keinen Folgen, dieser Bug. Weiß jetzt nicht, was passiert ist. Ja, auf jeden Fall kam zweimal der Sterbesound und ich bin Game Over, ne? War aber auch klar. Das Level ist schwer. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Im Stream habe ich das so gefailt. Und in 4.8.4 war es nicht besser, aber das kann man im First Try eigentlich sogar schaffen. Nur am Ende kommt halt noch ein Hammerbruder, das weiß ich, und der ist echt scheiße. Dun, dun, dun. So. Wäre episch, wenn man hier irgendwo noch einen Up rausholen kann. Wow. Beruhig dich. Das kann man mit den Sternen natürlich nicht. Och du Scheiße. Stern, okay. Also gibt es eigentlich keinen Pilz. So. Eieiei. Eieiei. Okay. Okay. Och du Scheiße. Oh Junge. Ach du Scheiße. Okay. Gut. Ja, hier ist das Ziel. Wie oft bin ich gestorben? Einmal, glaube ich. Also habe ich 4 Leben. Komm, das klappt jetzt doch in diesem Part, ey. Einfach das Spiel abzuschließen. So. Gut. So. Ja, komm, gib her. Wie viel habe ich jetzt? 5? 6? Weiß es nicht. 5 würden aber reichen. Hier ist ein Pilz. Nein, hier ist er. Boah, Junge, hör auf. Schieß nicht. Okay. Gut. Das ist Betrug. Ich war eigentlich auf ihn drauf. Oh Junge, da bin ich beinahe wieder runtergefallen, diese Scheißlücke, weil der Sprung ist eigentlich scheiße schwierig, aber ich schaffe ihn immer wieder, weil ich krank bin. Habt ihr gesehen, wie ich noch gerade so drauf gekommen bin? Alter, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Okay, hier ist gleich das Ziel. Nur noch beim Koba. Okay, 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 okay. Boah, war das am Ende nochmal eine Spannung. Boah. Alter. Ei. Scheiße. Ja, 6 Leben. Lol, ich darf 5-mal fehlen. Ich muss es jetzt, komm. Das muss jetzt hinhauen. Gut. Ich bin konzentriert. Jetzt hier drunter, ne? Ja. Ah, man darf dann eigentlich nicht warten, aber... Oh Gott, beruhig dich. Der Kugel-Willi hat nervt er halt, ne?
Scheiße. Ich warte, bis er aus dem Bild ist. Das müsste eigentlich aus dem Bild sein. Okay, der kommt nicht wieder, ja. Und jetzt muss man hier leider warten, weil einen sonst die Piranha pflanzt. Und jetzt muss man den Huber mitnehmen. Denn jetzt kommen zwei Hammerbrüder, bei denen man sofort bei muss. Und das ist jetzt krank, weil den kann man so nicht ausschalten. Habe ich einen Checkpoint? Nein. Danach wird's krank. Keine Ahnung. Da brauche ich echt Glück. Da brauche ich echt Glück. Aber danach, dann kommt halt noch einer und dann war es das Level auch. Dann ist es vorbei. Okay. Ja, die wissen halt, was ich mache. Das ist unfair. Komm, schaff es einfach, bitte, Junge. Ich hatte 6 Leben. Warum? Okay, das zweite Mal in meinem Leben, dass ich irgendwie bei einem Hammerbruder vorbeigekommen bin. Irgendwie auf ihn draufgesprungen bin. So, hier muss man warum springt der runter, Mann? Oder man geht halt nach oben. Ich könnte jetzt hier einen Safe setzen, wirklich. Ich könnte jetzt hier einen Safe setzen, weil es jetzt reicht zu mir. Also wenn ich Game Over gehe, ich darf halt jetzt nur noch zweimal failen. Richtige Scheiße. Das Level war schon immer eine richtige Scheiße. Oder ich gehe nach oben. Ist auch eine Möglichkeit. Ja. Nein. Junge, beruhig dich. Das ist nicht dein Ernst, dass ich da nicht hochkomme, ey. Mann, ich hätte doch drunter. Das ist schwer. Das ist zu schwer. Das ist nicht dein Ernst. Scheiße. Ja, super. Also, wenn ich das jetzt im First Way. Okay, nicht im First Way. Also, das jetzt schaffe und dann das Castle im First Way. Dann ist der Part unfassbar. Weil dann ist das gleiche in Welt 7 passiert. Mhm. Alter. Junge, als ob. Und dann spiele ich in die falsche Richtung. Ich springe einfach drüber. Scheiße. Nein. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Komme ich echt mit 6 Leben hin? Wirklich die beste Ausgangssituation, die man haben kann. Und dann sowas. Und dann sowas. Und dann sowas Ärgerliches am Ende. Ich schneide euch bis dahin. So, bis gleich. So. Und jetzt habe ich eine noch bessere Ausgangssituation. Ihr werdet sich glauben, aber ich habe 7 Leben. Wie das geht. Welt 181, kurz vorm Ende, kann man durch Gegner töten, wenn man so ein Koopa-Shell losschickt. Ein Leben haben und bei 8.2 habe ich mir halt diesen Abpilz geholt. Ich bin zwar immer gestorben, immer wieder gestorben, ein paar Mal, aber ich konnte mir halt immer wieder den Abpilz holen, ne? Das war halt das Gute. Deshalb habe ich jetzt 7 Leben. Bitte. Ach du Scheiße. Boah, sind die so krank, Alter. Die sind so krank. Die haben echt doch ihre Oma gevögelt. Nicht einmal, ey. Ja, boah, Junge. Yes, yes, yes! Ja. Springt er drüber, der Bastard. Nein! Fuck. Kein Checkpoint. Klar, danach kommt das Ziel. Habt ihr gesehen, wie der Kugel eben wieder betrogen hat? Die sind krank. Die sind echt krank. Mhm. Boah, ich.
Das ist so gestört hier, das Spiel, ey. So. Super. Super. Ich dachte, ich wäre tot. Fuck, Mann. Fuck, jetzt mach keinen Scheiß. Ich hatte 7 Leben. Das ist das Beste, was ging hier. Und dann habe ich es echt beinahe eben noch geschafft. Komm schon. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Wenn ich hier Game Over gehe. Das sehe ich nicht ein. Das sehe ich einfach nicht ein. Jetzt wird's langsam lächerlich. Ich dachte mir, vielleicht benutzt du am Ende Save States. Vielleicht. Die benutze ich jetzt. Das reicht mir jetzt langsam. Ohne Witz, es reicht mir echt. Ach du Scheiße. Okay. Also ich werde es jetzt schaffen, da wo ich Save States benutzt habe. Krank. Jetzt schaffe ich es echt. Einmal benutze ich Save States, ne? Dann lade ich den einmal. Zählt als abgeschlossenes Save State das Let's Play und dann schaffe ich es. Ich habe keinen Bock. Ich setze es hin, safe. Gut, ich habe viele Leben. Und es ist auch wieder ein Rätselschloss. Ich weiß zwar nicht, was passiert, wenn man den falschen Weg nimmt. Und ganz ehrlich, das will ich auch nicht wissen. So, man muss manchmal in Röhren rein. Ne? Manchmal. Kann man hier rein? Scheiße, da kann man rein, ist aber falsch. Ja, wo bin ich jetzt denn? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ja, okay, dann werde ich wieder zurückgebracht. Man muss halt manchmal in irgendeine Röhre rein. Und hier ist es diese. Dann geht's da weiter. Ich weiß nicht, was da weiter ist. Aber das ist schon mal richtig. Dann kommt man in den nächsten Raum. Ja, und dann springt man genau in diese Scheißlücke da. Wo es eigentlich unfassbar ist, da überhaupt reinzuspringen. Trotzdem war der Part episch. Das mit Welt 7, das war trotzdem verdammt episch. So. Also man wird immer zurückgeportet, wenn man den falschen Weg nimmt, anscheinend. Hab's ja eben ausprobiert. Man stirbt nicht oder so. Hier geht's rein, keine Ahnung, was da weiter ist. Will ich nicht wissen. Will ich nicht wissen. Dann geht's weiter. Dann ist hier oben eine Röhre und hier ist ein Invisible Block und den muss man aktivieren, damit man da hochkommt. Gott. Wenn ich jetzt springe, kommt bestimmt die Piranha. Nee. Cool. So. Wenn wir beim nächsten Raum, bei der nächsten Röhre reingehen, kommt Cheep Cheeps, ne? Mehr. Wieso war das klar? Dann wäre ein Raum mit einem überfluteter Raum gekommen und dann wäre Bowser gekommen. So. Kein Bock, Game Over zu gehen, ey. Wirklich. Das Schlimme ist, in der NES-Version, ich hab's ja schon mal erzählt, aber ich mach's nochmal. Wenn man da Game Over geht, kann man das ganze Spiel nochmal neu spielen. Angenommen, ihr geht in 8-4 Game Over, dann heißt es zurück zu 1-1. Geil, ne? Deshalb habe ich mich für die All-Stars-Version entschieden. Weil, als ob ich in diesem Spiel, in der NES-Version, die noch schwieriger ist, zu steuern, wo die Musik und alles nochmal ein bisschen grässlicher ist, wo das Spiel einfach ein bisschen schlechter aussieht halt, da nicht Game Over gehen. Hätte ich nicht gepackt, wirklich. So. Jetzt kommt der Wasserraum. Der ist auch nicht so einfach. Jetzt kommen auch Blooper. Auf. Am besten immer am Boden halten. Das geht manchmal nicht so leicht wegen den Feuerrädern. Und jetzt kommt Bowser. Ah ne, jetzt kommt noch ein Hammerbruder, genau. Komm. Leck mich. Leck mich, leck mich, leck. Lol. Nein. Scheiße. Lol. Am
Ende haben sie sich überlegt, komm, setzen wir nochmal so einen Bastard hin, ne? Machen das alles hier nochmal ein bisschen schlimmer. Okay. Final Boss. Geschafft. Oh, Junge. Es war zwar, der sah ein bisschen anders aus, habe ich das Gefühl, der letzte Bowser. Hat im Prinzip aber das gleiche gemacht. Alter. Oh, du Scheiße. Thank you, Mario. The kingdom is saved. Now try a more difficult quest. Und was das ist, sehen wir im nächsten Part.